Okay. Let's go. Short temporary temperature drop might affect the growth of your plants. Was? Wir haben hier scheiß Temperaturen oder was? Nicht so nice. So, ich muss jetzt unbedingt erstmal dieses Onbu, diese Onbu-Kitchen bauen, damit wir Onbu auch ernähren können irgendwie. Das würde ich sehr gut finden. So, Stone Slab brauchen wir. Wie kann ich denn das hier machen? Can be mined. Haben wir denn eine Mine irgendwie? Kitchen, Farm, Airwell, Herbalist. Was ist das hier? Achso, da können wir Pilze anbauen. Stonecutter habe ich. Aber wie können wir... Oder macht er das automatisch? Hm. Ich habe so viele Fragen. Everly's One Village Doctor. Okay, haben wir. Und hier haben wir jetzt auch zwei Leute drin. Zwei. Die kriegen dann Herbs hier aus dem Dingens. Und machen Medizin. Sehr gut. Oder sorgen dafür, dass es den Leuten gut geht. Ein Traum. So. Okay. Research Scavenger Hut. Ich soll jetzt Scavenger Hut researchen. Ah, okay. Dann können wir hier richtige Häuser bauen, ne? Das ist natürlich auch nice. Ja, das ist eine gute Idee. Richtiges Warenhaus. Ja, okay, verstehe. Aber das Ding ist mir auch sehr wichtig. Can be used to launch food for Onbu to eat and decrease its hunger. Ja, das finde ich halt gut. Das müssen wir machen. Weil Onbu ist ja quasi, mit dem bewegen wir uns ja fort. Durch die Welt. Irgendwo hin. Ich weiß nicht, wohin. Warehouse hat... Jo, verstehe. Und wenn wir das jetzt researchen, dann können wir neue Häuser bauen, wo mehr Leute reinpassen wahrscheinlich. Ja, genau, 6 Stück. Das heißt, wir werden mehr. Und dann gehen wir aber auf Onbu, ne? Dann gehen wir hier rauf. Ja, das brauchen wir auch alles noch. Onbu-Doktor. Ja, okay, das ist, ist wie es ist. So. Machen wir. Machen wir erstmal den Hut. Dann kommen die Zelte weg. Muss ich mal gucken, wie wir es am besten hinkriegen. Dass wir erstmal hier das Zelt wegnehmen. Dann Haus hat vielleicht 2 so eine Parzellen oder so. I don't know. Wie geht's euch eigentlich? Was ist das denn hier? Wir sind in den Mountains. Ach so, alles klar. Ich würde gerne wissen. Ach, Scavenger's Hunt hat das was ganz anderes. Send out workers to scavenge rare resources and find new villagers. Ja, okay, dann machen wir erstmal das. Aber. Das war hier, alles klar. Ich will aber dann auch das hier haben: bessere Häuser, ne? Have at least one scavenger hut. Send out a scavenging mission. Okay, das machen wir. Weil es sind so viele Leute hier, die gar keine Arbeit haben. Und das ist ein bisschen schade, ne? Haben wir denn genug Essen? Macht der hier irgendwas? Sieht gut aus. Onbu Kitchen researched. Okay. So, das heißt, wir können jetzt auch das Onbu Kitchen, das mache ich jetzt mal eben. Onbu Kitchen. Werde ich bauen. Hier. Die Onbu Kitchen machen wir genau neben unser Kitchen, okay? So. Wood Plank Stone Slab. Okay, okay, okay. Ja. Keine Steine mehr. Ja, cool. Das heißt, ich muss die wirklich immer manuell anstoßen. Ich werde mal...
hier hinten noch ein paar Steine holen. Die schlafen auch nie, ne? Der Einzige, der hier pennt, ist Onbu. Guck mal, und hier wird es jetzt langsam eng. Ich brauche ich brauche unbedingt... Ich werde mich jetzt mal nicht nach dem... nach der Quest irgendwie orientieren. Als nächstes holen wir uns die... Das ist ja schon die Küche, ne? Wir können doch jetzt hier schon Essen machen für Onbu. Nee, alles gut. Danach machen wir die Hütten. So, noch zwei Woodplanks. Haben wir denn keine... Wir haben kein Holz mehr. Okay, alles klar. Holen wir hier alles weg. Gut. Obwohl, hier sind noch ein paar Planken. Er macht noch Dinge. Okay, ist fertig. So, lass uns mal gucken. Onbu Food. Wir brauchen Pilze. Oha. Warte. Wir brauchen Pilze. Das ist ja jetzt... Das war der hier, ne? Plants and harvest mushrooms as ingredients for Onbu Food. Okay, wir machen eine Pilzfarm. Wo mache ich die hin? Hier? Ich will die nicht hier neben machen, falls wir hier noch mehr Felder wollen. Ich werde die hier hin machen einfach. Pilzfarm. Ansonsten können wir kein Onbu-Food machen. So, okay. Wie sieht's hier aus? Oh, wir sind fertig. Dieses Onbu Feeding Tribuche brauchen wir jetzt, ne? Can be used to launch food for Onbu to eat and decrease its hunger. Müssen wir machen? Machen wir jetzt auch, damit wir den füttern können. Haben wir hier noch mehr Pilze? Dann würde ich die erstmal sammeln. Ist nicht die Welt. So, ihr baut jetzt das Ding. Dann bauen wir nachher dieses die Fütterungsmaschine. Ich gehe mal auf Transport hier, ne? Ich glaube... Nee, doch, ich lasse da vier drin. Das passt schon. So. Hier fehlt Wood. Haben wir denn noch Leute, die Wood machen können hier? Oder holen die jetzt alle nur Steine? Warte. You picked up a group of nomads who now joined your village. Many are poisoned and will die soon if they aren't cured by a village doctor. Many of your villagers are poisoned. Take care of them. Ja, Leute, macht mal hier. Ich werde mal noch einen Doktor reinhauen, ne? Oder? Habe ich keinen mehr, doch. Hiring Worker, let's go. Ihr müsst die curen. Wo sind die denn? Wie kann ich die denn? Ich glaube, das ist Quatsch, ne? Wir brauchen nur zwei. So. Okay. Was ist denn jetzt hier mit dem Holz? Wer bist du denn? Shay. Onbu Kitchen. Hast nichts zu tun. Okay, verstehe. So, wir machen jetzt Pilze. Let's go. So, ich denke mal, hier muss ich Plot machen. Okay, das machen wir auch. Machen wir ja 4x4. Oder 4x5. Wieso geht das nicht? Oh.
Oh mein Gott, was hat er denn? Moment, Moment. Pick one of the two recommended researches. Okay, wir nehmen... Fights the spread of toxic plants in its radius. Allows you to send out workers to cure Anbu of a poison or heal it. Ich will aber jetzt Huts bauen. Ich mache jetzt Huts. Und ich will jetzt wissen, warum ich hier keine Plots bauen kann. Ah, ich kann nur hier irgendwie Pilze machen, oder was? Da geht gar nicht. Hä? Okay, interessant. Auf dem Boden können wir Pilze machen. Das war ja jetzt... Okay, dann machen wir das anders, liebe Leute. Dann werden wir nämlich die ganzen Zelte und so weiter eher in diese Richtung packen. Das reißen wir ab, damit wir das hier eher nutzen, um eine Pilzfarm zu machen. Weg mit den Wegen und so. Okay, das ist mir, glaube ich, lieber. Ach du Scheiße, habe ich jetzt gar nicht... okay, das muss man ja auch wissen. Keine Ahnung von Pilzen, ehrlich. Also, I don't know. So, ihr macht jetzt Pilze, damit wir hier Futter machen können. Okay. Nice. So, weil langsam wird es nämlich eng und wir brauchen auch dieses Trebuchet-Ding. Das ist aber erst bei 17%. Nice. Das ist, dauert noch Ewigkeiten. Onbu pennt. Vielleicht schaffen wir das. Das wäre wirklich gut. Das wäre wirklich gut. Okay, dann werde ich auf jeden Fall... die nach hier verlagern. Das wird so sein. Hier mache ich jetzt nochmal eine kleine Dirt Route. So. Dann können wir hier die ganzen anderen Sachen bauen. Okay, das ist gut. Da können wir hier Pilze anbauen. Das ist auch nice. Ich glaube, Onbu, der ist halt ein bisschen größer. Und der braucht ja bestimmt dann auch ein bisschen mehr Futter, ne? Oha, ich habe richtig Bock hier auf dieses Game. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Demo läuft. Und ich glaube, ich werde das hier vielleicht in ein paar mehrere Teile irgendwie splitten. Dann ist das so ein kleines Mini-Let's Play oder was? Ich glaube, wir machen das so. Ich spiele jetzt einfach weiter und cutte das dann irgendwie in oh. Was war da gerade? Entsprechende Häppchen. Du hast Hunger gehabt, oder was? Haben wir nichts mehr zu essen? Wir haben kein Food! Was? Leute! Wir haben... nichts zu essen? Wo ist denn unsere Küche? Hier oben, ne? Das war die Küche. Ja, da musst du doch Essen machen jetzt hier. Was ist denn da los? Wieso haben wir denn so wenig Beet? Ja, dann müssen wir jetzt hier mehr Plots machen. Das hilft ja jetzt nicht. Dann werde ich jetzt hier mal adden. Wieso geht das nicht? Warum kann ich jetzt hier nicht mehr Plots machen? Jetzt raff ich das erst. Ach du Kacke, ich habe ja alles verkehrt gemacht. Man sieht jetzt hier so schön, wenn man hier auf dieses Ding klickt, ne? Hat man hier so einen wundervollen Radius. Und überall, wo dieser Radius ist, kannst du Beete und Plots machen. Ich habe halt völlig verkehrt gebaut. Hab völlig verkehrt gebaut. Okay, Leute, ich glaube... Oh, das war nicht gut. Genauso wenig wie das hier. Aber hier sieht man auch, dass es rot ist. Das heißt, wir müssen... Das Ding müsste eigentlich hier rein. Oder hier. Okay. Man muss das ja auch erstmal lernen, ne? Das bedeutet, wir haben zu wenig Essen.
Ich müsste jetzt noch mal... Wir machen mal Folgendes. Ich schnappe mir mal eine weitere... Ich werde jetzt hier alles verkacken, glaube ich. Ich nehme mal hier... Hier mache ich jetzt eine Farm hin, okay? Nee, ich mache hier eine Farm hin. Hier. Hier mache ich jetzt eine Farm hin. Das nehme ich alles weg. So. Da machen wir jetzt eine Farm hin. Dann reißen wir diese Farm hier ab. Okay. Wir lassen die noch fertig ernten. Wir haben nichts mehr zu futtern. Wir haben nichts mehr zu futtern. Die sterben alle. Die werden einfach alle sterben. Scheiße. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Mistverdammter. Die ganze Zeit nur auf Onbu geachtet, dass der irgendwie was zu futtern kriegt. Und jetzt sterben unsere Leute. Ja, kannst du den Onbu-Doktor researchen? So, warte. Wir müssen ganz kurz Lebensmittel anbauen. Das ist jetzt Prio 1 kurz. Dann muss ich aber auch dieses andere Ding bauen, ne? Wie heißt denn das hier? Womit ich Onbu... Moment. Wir haben jetzt hier Pilze, aber nicht viele. So, der macht jetzt hier Futter. Und wir benötigen... Distribuché-Ding. Muss ich denn das hinmachen? Can be used to launch food for Onbu to eat and decrease its hunger. Ja. Wie geht das? Kann ich den... Wo mache ich denn den hin? Hä? Ich habe gar keine Ahnung. Wahrscheinlich sind das hier überall die Stellen, wo er ankommt oder so. Ach, hier kann ich das nicht. Ach so, ich muss das hier hin machen. Das waren Kreuze, das heißt, ich kann da nichts hinmachen. Okay, was kostet das Ding? Woodplank and Slab, okay. Okay, so, mach mal bitte erst das hier fertig. Das wäre mir sehr wichtig, damit wir was zu essen haben. Wir brauchen Stone. Onbu ist wieder am Start. Onbu fängt wieder an, hier Dinge zu machen. Wir holen ein paar Beeren. Das reicht aber vorne und hinten nicht. Irgendwie sind die... Was ist hier los? Storage voll. Storage voll, okay. So, komm, jetzt mach das. Ich mache hier alles voll mit Plots. Ich werde hier komplett alles anbauen. Das habe ich gar nicht bedacht, ne? Ja, das passiert, wenn man so wenig Aufbauspiele spielt. So, das heißt, den haben wir hier. Dann machen wir das Pilzding. Werden wir hier nochmal neu trapieren, schmeißen das hier weg. Dann kommt hier Pilz. Ne, Pilz müssen wir ja im dunklen Bereich machen. Ach, das habe ich ja... Ach, shit. Den lasse ich erstmal da stehen. Dann machen wir hier... Den Doktor machen wir hier hin. Oder den Herb-Dingsbump machen wir hier hin. Pilzgeschichte müsste eigentlich hier hin. Warehouse. Research. Nein, du sollst nicht die Stone Slabs dahin machen. Ihr sollt hierher kommen. Was ist denn mit den Steinen, Leute? Jetzt machen sie erst das fertig. Aber okay, Onbu muss ja essen, ne? So ein Scavenger hat, muss ich auch noch bauen. Aber ich habe gerade irgendwie andere Probleme. Wo ist denn der Scavenger hat? Da. Send out workers to scavenge rare resources and find new villagers. Ich brauche jetzt keine neuen Villager. So, und dann kriegt Onbu was zu futtern, hoffe ich. Onbu ist starving. Na, guck mal, jetzt kommt nämlich die Meldung hier. Nicht nur Onbu ist am starven, alle sind am starven. So, jetzt macht das hier mal fertig, Leute. Come on. Hier hin. Nein. Ihr müsst
Das hier hin, da. Das da. Steine! Ich verkacke das. Ich würde halt gerne wissen, wann Onbu hier frisst. Also, wir brauchen halt mehr Pilze. Geht ganz schön schnell hier gerade mit dem Researchen, ne? Das macht mich gerade wahnsinnig. Warum macht ihr die Kacksteine da jetzt nicht hin, Leute? Hör sofort auf, Stone zu kacken. Andersrum, zu cutten. Ich habe gerade kacken gesagt. Oh nein. Stone zu cutten. Ihr sollt keinen Stone cutten. Ihr sollt die Steine dahin bringen. Hier. Let's go. Wir brauchen Nahrung. Ohne Nahrung geht's hier gleich gar nicht. Wir sind jetzt auch noch in der Wüste. Ich flipp aus. Und hier... Low Productivity. Ach du Scheiße. Oh no. Wir haben auch kein Wasser mehr. Das heißt, hier geht es auch nicht weiter. Warum? Wir brauchen... Oh nein, wir brauchen Wasser. Fuck. Ja, also er wird uns verhungern, wie ich sehe. Ein paar Pilze irgendwie aus der Wildnis. Ja, scheiße. Also Onbu wird jetzt sterben, weil ich zu spät darauf reagiert habe, Pilze anzubauen. Das heißt, Pilze hätte ich sofort machen müssen. Könnt ihr bitte Steine holen, Leute? Construction, bitte. Hier ist ein so ein Ding drinne, ne? Ich würde das gerne... jetzt, dass das... Ach, hier, Onbu. Feed Onbu. Ich muss das selber machen. Ah. Oh, nice. Guck mal. Oh, schön. Ach so, das hätte... Ah, müssen wir manuell machen. Alles klar. Okay, Onbu schläft gleich wieder. Das, okay, okay. Ja. Warte mal. Quarry produces stone by mining boulders on Onbu's back. Ja, müssen wir haben. Unbedingt. Brauchen Stein. So, Leute. Wir machen jetzt Folgendes. Ich pausiere mal kurz. Wir werden jetzt Plots adden. Zwar richtig viele Plots. So. Go. Das Ding ist aber... Warte mal, das reiße ich ab, ne? Das reiße ich ab. So. Okay, nice. Das könnt ihr noch ernten. Wir machen jetzt hier das hin. Was ist mit dem Wasser?
Wir sind in der Wüste, ne? Das ist richtig heftig. Wir sind voll im Desert und sind komplett... Ach shit, wir hätten den umlenken müssen, ne? Oh no, wir hätten den umlenken müssen. Oh fuck. Wir hätten den umlenken müssen. Hier ist eine Kreuzung. Oha. Und Horn Tower haben wir, glaube ich, noch gar nicht gebaut. Yeah, okay, wir machen jetzt... Okay, ich hoffe, dass es wird nicht funktionieren. Ich kann kein Essen anbauen, wenn wir kein Wasser haben. Ich könnte noch einen zweiten Brunnen bauen. Aber ich denke nicht, dass das irgendwie hilft. Ich werde jetzt einen Scavenger's Hut bauen. Den setze ich irgendwo... Moment. Wo kann ich den hinbauen? Scavenger's Hut. Setze ich jetzt hier unten hin. So. Aber, many of your villagers are starving. Take care of them. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe nichts zu futtern. Haben wir denn noch irgendwo Beeren? Lass mal gucken. Alles bitte einfach nur Beeren sammeln. Nichts mehr. Wir müssen komplett Beeren sammeln. Wir werden jetzt alles hier, was es gibt, werden wir jetzt ernten. Shit. Ist richtig kacke gelaufen, ne? So, Leute, ihr müsst jetzt die Bären holen. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, wo wir das Wasser herkriegen sollen. Das ist ganz grauenhaft. Also hier gibt es schon noch Wasser, aber es ist halt so gering. Ich sollte noch einen zweiten Well bauen, ne? Ich baue mal noch einen Well hier hin. So, das wird geerntet. Ohne Wasser haben wir keine Chance. Hier sind noch ein paar Dinge, die können wir noch mitnehmen. Das auch, aber eigentlich ist es wichtig, dass wir jetzt erstmal die ganzen Beeren, die es gibt, hier abernten. Das ist super essentiell gerade. Gibt nichts Wichtigeres mehr. Warte mal, ich gehe mal auf diesen hier und sage nicht Construction, sondern General. Harvest. Wir gehen auf Harvest. Let's go. Onbu pennt, aber Onbu braucht auch nochmal den nächsten von diesen Dingern hier. Aber ich habe ja ohne Wasser keine Chance. Ohne Wasser einfach gar keine. Guck mal, hier ist ein bisschen Wasser drin, ne? So, hier passiert halt gar nichts, weil wir kein Wasser haben. Nice. So. Das Ding hier ist wahrscheinlich wichtig, damit wir Leute lossenden können. Vielleicht finden die Wasser oder sowas. So, warte. Open Map. Ich möchte wissen... Toxic Pollen Cloud. Da will ich nicht hin. Quarry, large quarry full of stones. An oasis with fresh water. Das will ich haben. No party available. Hä? Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss erst welche da... Moment. Ich muss, glaube ich, erst welche reinpacken. Oh,
Oder nicht? Not enough workers. Aber warum? Wo sind die denn alle? Ich glaube, meine Leute sterben gerade, ne? Das ist ja irgendwie... Moment. Okay, da laufen jetzt Leute hin. So. Zwei... Ich habe jetzt zwei Worker, oder? So, Open Map. Ich möchte jetzt... Will ich da hin? Oh, wieso sind die ja noch nicht da, Leute? Ja, finde ich gut. Accept. So. Jetzt geht bitte... Scavenging Party is ready. Okay, dann let's go. Sam Party. Forming Expedition Party. Holt Wasser, Leute. Wir brauchen dringend Wasser. Ohne Wasser sind wir am Arsch. In der Kackwüste hier. Richtig scheiße. Auch dringend Wasser, Leute. So, holt die Beeren, die wir haben. Holt einfach die Beeren. Das andere Problem ist, wir haben... keine Chance hier auf die Nahrung für Onbo. Er wird verhungern. Er wird einfach verhungern. Shit. Nächstes Mal machen wir direkt Mushrooms. Wir machen direkt Pilze. Und wir wissen jetzt, wie Felder angelegt werden. Also wäre das das Erste, das so zu machen, wenn wir noch nicht in der Wüste sind. Wir müssen halt gucken, dass wir diesen Befehlsdingsbums haben, damit man den direkt irgendwie den Weg quasi ändern kann. Wie hieß denn das Teil? Achso, das können wir, glaube ich, direkt hier machen, ne? Mal hier. No Hornblower Build. Wo haben wir denn Horn? Wo kann ich den denn bauen? Kann ich den hier direkt? Moment. Hornblower. Ah. Hornblower. Okay, warte. Machen wir hier? Mach ich das hier? Mach ich hier, ne? So. Hornblower. Dass sie ihm sagen können, okay, geh in die Richtung und in die Richtung. So können wir halt vorher checken, wo was ist und können den dahin lotsen. Aber... oh, jetzt passiert hier was. Guck mal. Wir haben jetzt Wasser. Warum haben wir jetzt Wasser? Warum haben wir jetzt Wasser? Bin irritiert. Liegt das an der Expedition? Ah, warte, hier. A party returned from an expedition. They brought back 44 water. Das ist ja nice. Okay. Open Map. Was ist das hier? Okay, wir gehen dorthin. Das ist okay. Was ist das hier? Und ich würde gerne noch... Was ist das hier? Ruin Settlement. Leftover food can be found here. Okay, wir müssen Pilze holen.
Hilft nicht. Ich weiß, wir haben jetzt nur ein bisschen Wasser. Aber besser als gar kein Wasser. Und wir haben ein bisschen Food. Aber wir müssen unbedingt Onbu füttern. Ansonsten gibt es Probleme. Wir brauchen dringend, dringend Pilze. So, okay, wir machen hier auch ein paar Pilze. Das ist gut. Okay, wir machen Pilze. Okay, alles gut. Okay, okay. Und wenn die wieder zurück sind, werden wir nochmal Wasser organisieren. Hast du hier was drin? Nein. Bringst du uns was? Wir müssen Onbu füttern. Das ist ganz wichtig. Aber hier ist doch was drin, ne? Oh! Scheiße. Ich kann ihn nicht füttern, Leute. Er stirbt. Onbu stirbt. Oh nein. Oh nein. Wie grauenhaft. Ich habe nichts zu essen. Ihr müsst jetzt was zu essen machen, Mann. Leute. Wieso haben die jetzt Holz mitgebracht? Ich brauche kein Holz. Oh, Mist, verdammter. Ich brauche doch kein Holz. Ja, das war natürlich jetzt ein richtiger Schuss in den Ofen, ne? Game over. Leute, was ist das für ein krasses Game? Wow! Ich find's richtig nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch eine Runde mache oder ob ich es erstmal so lasse. Wir wissen jetzt, worum es geht. Dieses Spiel ist mega nice. Dieses Spiel ist mega nice. Okay, also das ist eine kleine Herausforderung auf jeden Fall. Wir wissen jetzt, dass wir anders beginnen müssen und uns auf andere Sachen konzentrieren müssen. Nice. I love it. Richtig nice. The Wandering Village. Packt das unbedingt alle auf die Wunschliste bei Steam. Nice Geschichte. Also, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Angespielt. Macht's gut. Ciao.